Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir befinden uns immer noch in der Insel. Und es ist gerade draußen Nacht. Was bedeutet, wir bleiben hier unten fürs Erste. Und schauen wir mal, ob wir hier was Interessantes finden noch, bevor wir am Tag wieder rauszupfen. Das Slate. Wir haben hier noch die Höhle. Meine Nase kitzelt gerade wie irre. Was ist denn da vorne? Er schaut mir nach so Robotern aus. Nee, die hab ich so dezent satt. Da vorne scheint auch der Rand der Kugel zu sein, bedeutet, wir werden uns mal runtergraben weiter, hier drüben. Und schauen, ob wir den Rand der Kugel so erreichen können. Mich würde das nämlich interessieren. Ob da irgendwo vielleicht am Rand was Spannendes ist, oder wenn wir in tiefe Bereiche von dieser Kugel gehen. Habe ich was von tieferen Bereichen gesagt? Tritanium. Ressourcen haben wir schon mal gefunden. Hier kurz eine Fackel hin. Das Thornium, ich glaube, das können wir alles gut gebrauchen. So, die dann zinnen, okay. Schauen wir weiter mal die Höhle an. So einem Ravine-mäßigen Ding aus. Dann bauen wir mal hier eine Plattform hin. Zum Arbeiten. Und dann bauen wir das Ganze mal ab. Perfekt. Das bist du natürlich auch, ja. Abbaubar, perfekt. Brauchst du aber ein bisschen länger, okay. Phonium Hammer. Gut. Titanium to bring me down. Okay. Interessante Sachen hier. Oh, schon ein bisschen Gold. Es ist so schön, wenn man wieder was sieht, wenn man eine ganz lange Zeit nichts anderes hatte, außer... andere Sachen. Okay, jetzt wollte ich mit M die Karte öffnen. Ich bin auch schlau, ne? Das ist das Zinnohr. Das ist found in Twilight Forest and in Lost City Dimension. Tritanium and Thorium von Twilight City. Nuclear Craft in Meta Overdrive. Wir kamen jetzt. Das hört sich wieder verdammt nah an. Warum sind die Geräusche immer so nah? Sind das die zwei da drüben? Scheint so. Ich bräuchte eine Uhr. Da wüsste ich, wie spät es jetzt ist. Ah, ich gab ihn runter. Noch. Lied wieder, okay. Das hört sich also an, als ob ich wieder nie in eine Höhle kommen würde. Für mich hört sich so an. Cyan Concrete hört sich eher so an, als ob ich in die Nähe der Höhle komme oder des Randes. Jupp, da ist White.
So, jetzt hier ein Kong. Was haben wir abgehauen? Das Geräusch ist extrem nervig, ganz ehrlich. Das wäre jetzt traurig gewesen. Cherry 2. Das sind wahrscheinlich diese Roboter wieder. Ich würde gerne mit dem Zeug zurückkehren. Zur Oberfläche. Und schauen, was ich alles machen kann. Möchte ich natürlich jetzt den Weg rauf. Oh, schau. Okay, raus und zurück. Ich will dieses Ohr untersuchen. Was sind das denn? Das sind Bären. Blackberry Bush. Wo kommt der Creeper her? Meine Stiege. Schön Toast. Nächstes Mal müssen wir dann im Grunde in die Gegenrichtung mal wandern. Oder was ist das? Wir machen den Anfang jetzt mal. Ich tue jetzt hier in den Ballern immer wieder Fackeln platzieren. Da vorne ist noch eine Insel. Irgendwie, wow. Ich bin beschissen in Jumpen. Ah, das ist ein Block of Quartz. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Warte mal, ich habe in Massen rumliegen. Ich habe hier rein theoretisch einen unendlichen Quartzvorrat. Wait. Ich kann euch ja auch auf umwandeln, oder? Wie den Quartz. Das ist genius. Okay, werde ich wahrscheinlich nie bauen, weil ich habe ja dann die Bäume auf Quarz, aber ein bisschen Quarz mitnehmen, hier sind auch Schienen und alles. Ein bisschen Quarz schadet ja nie. So ein bisschen halt, ne? Nicht, nicht so viel, aber ein bisschen. Außerdem liegt es doch hier frei rum, ist doch frei erhältlich. In jedem siebten Ei. Nur noch die Unbesiegbarkeitsrüstung. Oder halt Fliegesachen, dann bin ich ein bisschen flotter unterwegs wahrscheinlich. So. Jetzt habe ich ein bisschen was gesammelt. So groß gemacht. Ach guck, mit L kommt da auch rein. Twilight Forest hat ein eigenes Ding. Okay. We dine at the Cheers of Raw Meat. The Boots are mine. Defeat a recapped goblin in Small Hollow Hill. Defeat a red capped zapper in the Medium Hollow Hill. Okay. Give a questing ram. Gibt's a questing ram, what it is missing. Slice of the forest, hunt some of the local wildlife. Okay.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Compact Your World. Come fly with me, craft a wisecraft airship to fly around. Package Controller. Craft and use an automate packager to auto-craft Ember and others. Select Blocks. So, dann machen wir mal den Auto-Packager, würde ich sagen. Wir gehen zurück in unsere Welt. Und schauen mal, was wir da machen können. Voilà. So, leg. I'm back. Erste Sache des Tages, ich will dieses Zeug mal schmelzen. Zum Beispiel das Forium. Bestimmt schmelzbar. Und dann lernen wir uns von hier kurz die Ingotsform aus. Das ist interessant. Hier aktiviert werden, dann tun wir hier einfach Tin und Lead mal schmelzen und das Gold auf. Vielleicht tun wir irgendwas mixen. Just for fun. Hm? Nee, schade. Okay, nee, da hat die nichts verbunden. Wir wollten Lead. Jetzt kommt das Gold. Da müssen wir so alles reinschmelzen und schauen, was rauskommt. Ich glaube, das ist ja auch keine ganz so schlechte Idee. Na schön. Da muss man ja halt daneben stehen, das ist blöd irgendwie. Klack. Wie viel Works und was ist Tin Ingots? Okay. Da werde ich ja gar nicht reingehauen, oder? Also ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass es so viel war. Jetzt wird hier eine Goldplatte. Ach ja, Goldplating. Das hat natürlich nicht gereicht, scheiße. Ich habe hier noch ein bisschen Forium. Alter, das ist schwarz. Wahnsinn, das ist ja Forium. Suchen wir das mal. Forium. Oh ja, schwarz wie die Nacht. Welchen Typ Forium? Forium Block. Mich würde interessieren, wie kriege ich dieses Resource Hawks? Sollte ich vielleicht einen Hawks bauen, ob ich dann da Ressourcen rauskriege? Warum habe ich da jetzt gerade einen Block reingesetzt von dem Zeug? Nee, ich wollte das da drin behalten. Ich bräuchte aber mal meinen Kollegen hier wieder. Und das ganze Foodzeug, das brauche ich nicht. Limestone, Slat, Coal, Underside, Block of Quartz, können wir auch mal hier rein tun. Zinn, Gunpowder, Ferium, Essence, da werde ich bestimmt noch was mitmachen können, wahrscheinlich, hoffe ich in Zukunft. So. Das war jetzt die Lost Cities Dimension, als das wäre das nicht. Und auch die Koppel. Der ist dazu gewiesen. Gibt es noch da drin angeblich, okay. Wir wollten vorhin, dann tun wir Titanium schon mal rein. Einer. Nummer 4 von denen jetzt.
Die sind für Nuclear Craft. Es würde mich auch mal interessieren, wie das mit den Hawks ist. Diesen Hawks da. Use a pick to convert into a resource hawk. Okay, Bucket of Mud. Da brauche ich im Prisma Crystal. Prismarine, okay. Auch ein Guardian für. Aus Essenz. Guardian Seed, dann nehmen wir aus Guardian Chunks und die Form in Family and Team. Leider habe ich diese Schatze hier mit Overworld Mother. Die kriege ich, wenn ich Zombie Data Model in eine Simulation Chamber reinhau. Okay. Okay, was ist dann diese Simulation Chamber? Player Simulation, Simulation Chamber, Ender Pearl, Suit Covered Plate. Achso, ja, dafür sollte ich vielleicht hier so öffnen. Also, mir fehlt auch Redstone. Oder war das Redstone? Suit covered Redstone. Craft a crushing redstone against a block of coal. Left click. Okay. Das schauen wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Block of coal. Interessant. Nehmen wir mal Redstone. Wandeln wir mal ein bisschen was um. So. Und nehmen dann was hin. Mache ich irgendwas mit Redstone? Irgendwo Redstone? Ah ne, ich habe bloß Blindes zu sehen, okay. Dann brauche ich Coal. Block of Coal, haben sie gesagt. Redstone against a Block of Coal. Okay, es müssen einzelne Klicks auf jeden Fall sein. Jetzt 64. Okay. Ich will mal gucken, gibt es einen anderen Weg, um Obsidian vielleicht noch zu machen? Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.